Bei der Routinekontrolle für die Schleudertrauma hat er dann den Nacken kontrolliert, die Seiten kontrolliert und dann ist er nach vorne gegangen, hat Sachen kontrolliert, wo ihm nicht gefallen haben. Dann hat er immer wieder Vergleiche gemacht und gesagt, da ist etwas, wir müssen das unbedingt anschauen. Was genau, wie schwerwiegend, das konnte man nicht hundertprozentig feststellen, aber die Tendenz ist schon, dass operiert werden muss. Man hat einen Lappen vom die Hälfte von der Schilddrüse weggenommen und hat die andere Hälfte drin gelassen, weil man hat einfach auf dieser Seite, wo die Schilddrüse entfernt wurde, waren die Knollen und die hat man entfernt. Dann hat man das eingeschickt und dann kam die Diagnose bösartig Schilddrüsenkrebs. Das bedingt noch eine zweite Operation. So in dem Zustand, wie ich aussehe, brauche ich Hilfe. Und zwar nicht mehr medizinische Hilfe. Ich soll in einen Heilungs- und Lobgottesdienst mitkommen. Sie empfiehlt mir das. Und dann habe ich Ja gesagt, habe mit ihr einen Termin vereinbart, bin dann in den Lobgottesdienst gegangen. Und während dem Lobgottesdienst haben wir gesungen, haben wir gebetet. Und dann haben sie für mich in der kleinen Gruppe nochmal gebetet. Und zwar speziell für die Schilddrüsenkrebs. Und was da abgegangen ist, das ist unbeschreiblich. Ich habe das Gefühl, ich schwebe. Und Gott hat in mir, im jetzigen Zeitpunkt, kann ich das ganz klar sagen, dort hat er mich geheilt, wo gebetet wurde. In diesem Zeitpunkt war ich geheilt. Das habe ich gespürt. Ich hatte Kraft, ich hatte Energie, ich hatte Freude, ich hatte wieder Lebenswillen, weil ich wollte nicht mehr weiterleben, weil ich hatte wirklich genug getragen bis jetzt. Und Gott hat mir die Freude wieder zurückgegeben. Die Liebe zum Leben war neu entfacht worden.